Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine liebe Community. Heute ist der 20. Februar 2024, 20.12 Uhr. Und zwar, siehe da, mit meiner Finanzmarkt-trigonometrische Methode berechnete ich den tiefsten Kurs der Nvidia im Bereich des Kurses 677 bis 679 US-Dollar. Und siehe da, die Aktie prahlt jetzt in echten Live-Trading-Handel, in Day-Handel, prahlt jetzt hier ab und geht jetzt in Gewinnzone. Also quasi dieser Fall heute wird wieder eingeholt. Die Ergebnisse der Nvidia werden sicherlich nicht enttäuschen. Unser Kursziel der Nvidia für übermorgen sind über 765 bis 817 US-Dollar. Und diese Kursmarken, diesen Range wird uns dann noch im März beziehungsweise die Range zwischen 760 bis 820 US-Dollar wird uns noch im März begleiten, so dass wir in April dann weitere Kursanstiege sehen werden, wenn Nvidia auch weiterhin so gut, und das ist auch so prognostiziert für dieses Jahr, dass die auch gute Geschäfte machen wird. Noch eine Meldung, die gerade einging, ist es, dass die Nvidia ihre Lieferzeiten von vorigen Quartal gehabt von etwa 10 Monate auf für diesen Quartal auf 3 Monate komprimiert hat, und das ist jetzt auch Angebot und Nachfrage. Da ist ein bisschen ein Bedenken, ob Angebot und Nachfrage jetzt die Margendruck machen wird, um nicht so exponentiell zu wachsen. Man sagt ja, eine exponentielle Wachstum bei Nvidia, bei diesen Kursrally 2023 und jetzt anhaltend wachsend, dass es sich vielleicht mit dem Kurseindämmung etablieren wird. Ich persönlich habe einen sehr guten Berechnungsergebnis für Nvidia, wie auch zum Beispiel die Yahoo Finance hier einen Kursanstieg von 240% noch Wachstumpotenzial hat. Entschuldigen Sie bitte, dass ich ja hier mit meiner Präsentation so ein bisschen stottere. Ich mache so ein Video das erste Mal in meinem Leben, ja, also, und bitte vergibt mir, wenn ich hier ein bisschen Fehler mache. Ich versuche hier nur zu zeigen, dass meine Berechnungen auch die tiefst zu schaffenden Kurse berechnet, das heißt, wir wissen ziemlich genau, bei welchem Kurs wir einsteigen sollen und welche Kurspotenziale wir haben, beziehungsweise exponentiell, also wie zum Beispiel für morgen einen Kursanstieg von 15 und mehr Prozent, also zwischen 15% und 20% haben wir morgen bei Nvidia, morgen am 22. nach dem Börsenschluss USA. Also wir werden am 23., sprich am Donnerstag, unsere Ergebnisse sehen können, und ganz genau am 22.
habe hier das Momentum, das richtige Momentum, wo diese Kursziele erreicht werden. Also das wäre die Punkte, wo das Momentum wirklich zu erreichen sein wird. Wir haben also den höchsten Kurs so berechnet, dass es eben für diese kurzfristigen Handel bei Nvidia, wo man sagt, okay, man nimmt mit einer Aktie eine Performance, was man normalerweise für ein Jahr nimmt innerhalb von 2 Handelstagen. Und das ist nicht das Ende. Wir arbeiten daran, dass wir ja wirklich Exotika finden, sprich Exotika, wo man die Aktien sehr billig einkauft und die innerhalb ein paar Wochen wirklich eine sehr hohe Steigerung erleben. Unsere Berechnungen erlauben uns es zu wissen, ob wir den Boden erreicht haben und dann eine Rallye sehen können. Nichtsdestotrotz sind unter unseren Exotika-Aktien nicht nur Billigsdorfer-Aktien, sondern auch bekannte Titel, wo wir im Vorfeld durch Earnings und durch Berechnung hier ganz genau gezielt es berechnen, wann ist der Boden erreicht, zu welchem Kurs der Boden erreicht ist und vor allem durch unsere KI-programmiertes News-System, wir immer up to date sind und diese Marktmeldungen auch direkt quasi sobald die geschlossene Tür geöffnet wird, wir sie auch erhalten. Dafür danke ich meinen sehr guten Programmiererteam. Thank you very much. Meine Leute sind sehr, sehr kompetent in Schreiben von Programmen. Und wir werden sicherlich hier für meine manuell berechnete Prognosen auch eine vollautomatisierte Berechnungssoftware machen. Wir sind schon bereits dabei und wollen dann es, bevor wir dann eventuell den Markt dann das anbieten, für zuerst einmal für unsere Testzwecke und unsere Zwecke einmal das Ganze testen. Bitte habt dabei Verständnis. Meine Firma, die Blacklist AG, noch einmal, also Blacklist AG, die wird ja eine Aktiengesellschaft. Und jetzt habe ich mich ein bisschen mehr aus dem Fenster gelegt. Die Blacklist AG, das ist meine Firma, da versuche ich euch jetzt das zu zeigen. Das ist eben der Nachrichtentool. Hier findet ihr auch alles über unseren Team und unsere Arbeit. Meine Arbeit bezieht sich auf eine wissenschaftliche Arbeit in Zusammenarbeit mit Universität Heidelberg. Das wird ihr hier sieht, wir haben auch ein Programm, das sich Portfolio Performance Guard System nennt. Das heißt, wenn du ein Portfolio hast und willst dein Portfolio immer einen guten Performance schützen, dann kann das System dir immer Meldungen schicken, was du gerade mit deinem Portfolio machen sollst, was du kaufen sollst, dein Portfolio zu schützen, beziehungsweise damit dein Portfolio gut performt. Hier ist die Universität Heidelberg und als unser wichtigster strategischer Partner und du kannst ja hier alles sehen, was wir da so machen. Unter anderem gebe ich jetzt bekannt, dass wir ja jetzt unseren Token auch bereits programmiert haben. Entschuldigung, ich habe jetzt einen Frosch im Hals. Wie gesagt, ich mache solch ein Video das erste Mal. Und unser Token, also ist
hier im Bald im Lanschen. Das wird der Blacklist docken. Programmiert ist es. Wir werden bald dann online gehen. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Und noch einmal zeige ich euch, also die Nvidia macht ihre Arbeit und wird morgen dem Markt wirklich sehr Gutes bescheren.